Hi, heute gibt es mal eine Folge Clash Quest und zwar wieder die Liga auf meinem Main-Account. Und wie ihr sehen könnt, ich habe meine erste Level 10 Truppe, nämlich den Bomber. Ja, habe ich gestern auf 10 gemacht und habe dann auch das Level hier geschafft. Jetzt bin ich halt hier beim Lava-Hund. Das wird länger dauern, glaube ich, bis ich den habe. Und das Level hier habe ich übrigens auch noch nicht geschafft. Das versuche ich auch noch. Ja, aber ansonsten soll ja eigentlich in die Liga gehen. Ich bin gerade im Abstiegsbereich sogar. 26. Ich habe 4-9. Für die Aufstiegszone bräuchte ich 6 Stages. Okay, könnte schwer werden. Warte, was haben die anderen so? 6, 5. Was hat denn der für Truppen? Ja, okay, komm. Der hat 5 Level 10er. Nee, also ich glaube, das wird auch wieder nichts diese Woche. Das liegt dann wahrscheinlich dann eher daran, dass ich mit guten Leuten hier gerankt wurde. Ich würde sagen, nicht so lange drum rumreden, einfach rein. So. Wenn man den Bomber rushen würde, glaube ich, Sinn machen. Oder auch ohne Rush. Ja, ich glaube Rush. Ich nehme mir mal 2 Bomber mit. Das wäre so 50-50, würde ich sagen. Okay. Komm, ich hab Heal, das braucht man eh nur bei Infernos eigentlich, also mache ich das mal. Swaps. Dann kann ich die zusammen swappen und die Bogies so spielen. Dass der da drüben spawnt, finde ich nicht so gut. Aber was will ich machen? Okay. Wie viel Leben hat die? 860. Okay, ich könnte jetzt mit einzelnen Truppen machen. Ob der so schlau wäre, weiß ich nicht. Ich könnte einen Packer halt rauspoppen und es dann mit einem einzelnen Packer machen. Ja, komm, das mache ich jetzt sogar mal. So, was kriege ich für den Refill? Okay, der ist nicht so gut. Ich nehme mal die Bombe, auch wenn es nur 5 sind. Ja. Ist schon mal gut auf jeden Fall. Ja, mache ich auch so. Dass der Tesla noch nicht ausgefahren ist, stört jetzt auch nicht so viel. Okay, das ist schon mal sehr gut, die Packer-Kombo. Ich glaube, ich mache hier einfach ein Set drauf und dann spiele ich die Packer so. So, dann habe ich hier schon mal eine gute Bomber-Kombo, aber die stehen halt nicht gerade gut, eindeutig Bomber. Ja, die machen halt doch schon einiges weg. Ich hole mir auf jeden Fall noch den Bomber dazu. Die Frage ist, soll ich erstmal den Tackle rauskommen lassen? Macht das so viel Sinn? Ja, ich mach mal. Dann können immer noch Bomber nachkommen. Genau, was meine ich? Okay, wenn ich jetzt den noch spiele, dann ist alles weg, genau. Das war doch smart gespielt, finde ich. Okay, ich glaube. Puh, schwere Entscheidung. Ah, ich muss eigentlich Prinzen nehmen. Aber bisher schaut es noch ganz gut aus. Okay, jetzt nimm mal. Da muss ich die Picker nehmen. Ja. Problem. Ich nehme mir mal Swaps mit. Ich habe noch einen Rush. Würde dieser Bomber Rush Sinn machen? Ja, das macht einiges an Damage. Und so und dann die Pori spielen würde ich machen. Ich will aber eigentlich nicht, dass die hier spawnen, ohne dass der Tesla abhaut. Na, ich lasse mal spawnen, aber den Tesla würde ich dann oben lassen. Ja, schade, dass der Prinz zerstört.
Ich mache hier die Bomber-Kombo. Und jetzt kann ich hier ziemlich gut die Prinzen spielen. Okay, dann muss ich noch mit einzelnen Truppennamen bekommen. Die Frage ist, wird es noch was? Also, ich swappe mal den hier dahin und den eins hoch. Schwierig. Ja, nur was kann ich auch einen Decker verwenden. Also das muss ich jetzt ausrechnen. 479, 93 und 117 sind schon mal 200. Und ich glaube, die macht plus 100%. Das heißt, das reicht ganz knapp, glaube ich nicht. Ja, das reicht ganz knapp nicht. Jetzt muss ich einen Packer spielen. Sehr schade. Ich bin noch erst bei 4 Stages. Baban. Als erstes den einzelnen Bomber. Dann kriege ich nochmal 5 Baban nach. 2 Sets. Ja gut, die Frage ist, den würde ich mit 2 Sets down bekommen. Da hätte ich noch einen Hit mehr. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Mach ich. So, dann würde ich jetzt hier den Bomber spielen. Und die Barbaren sollten da auf jeden Fall reichen. Ja, ist schon ein großer Overkill. Und dann muss ich spielen. Ja, ich muss die Packers nehmen, alles andere macht viel weniger weg. Ja, ich muss aber auch spielen, dass ich die Packer in der Kombo kriege. Ja, das war's. Kriege ich den mit 2 Steps down? Ne, also den weg und dann hier noch ein Set drauf. Naja, 5-6 ist auf jeden Fall okay. Ich glaube, damit soll ich auf jeden Fall im mittleren Bereich sein. Ja, bei 10. 10. Platz. Ja, vielleicht wird es diese Woche noch was, vielleicht nicht. Muss man mal schauen. Ich würde sagen, das war es dann auch von mir mit dem Video. Token würde ich heute nicht verwenden. Und wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Ein Abo, wenn ihr kein Video verpassen wollt. Und einen Kommentar würde ich auch sehr gerne mal sehen. Ich hatte noch keinen bisher. Ja, und ciao.